Ja, also der Traum, den ich mit mir nach Frankfurt trage, ist, dass wir diese Gelegenheit nicht nur dazu benutzen, dass norwegische Literatur mehr in Deutschland gelesen wird, noch mehr in Deutschland und in den deutschsprachigen Ländern gelesen wird, sondern dass wir auch hier uns mehr interessieren für die deutschsprachige Literatur in Übersetzung und dass hier davon mehr gelesen wird in Übersetzung. Denn für den normalen Leser ist es ja eigentlich egal, ob nun Judith Herrmann oder Maja Lunde aus Deutschland oder aus Norwegen kommen. Hauptsache ist, sie schreiben gute Literatur. Und darum geht es ja. Und wir haben ja hier in Norwegen im April ein Festival gehalten, eben um zu diesem Austausch zu stimulieren. Und es wäre schön, wenn diese Anregung auch in Zukunft, im Nachhinein, fortsetzen wird.